Super. Kein Licht. Oh. Schönen guten Morgen, meine Freunde. Was geht ab? Wenn ihr neu seid, ich bin Markus Lücker. Wenn ihr weiter dran bleibt, einen weiteren Tag aus meinem Leben. Heute ist der Tag nach Robins Geburtstag. Ich bin auch echt noch ziemlich fertig. Ich bin jetzt gerade am Frühstück und so, also hier. Das ist mein Katerfrühstück. Eigentlich wollte ich heute einen Flammenwerfer basteln mit Robin zusammen, aber der hat erstens keinen Bock und zweitens ist es jetzt auch, wie gesagt, schon 10 nach 2 und wir wollten jetzt gegen 16 Uhr grillen und dann wird das alles ein bisschen knapp. Vielleicht klappt das noch, vielleicht kann ich darüber reden, aber ich sehe da eher schwarz leider für heute. Shotgun Rückweg. Kommen Sie raus? Wir sind jetzt gerade bei Edeka angekommen und shoppen uns das Beef. Wow, auch Kräuterbaguette. Und Shotgun will auch unbedingt einen Salat. Den muss er aber auch selber dann fertig bereiten. Ja. Ja, ich hol mir hier. Was ist das? Schöne Lummer. Nein, das ist Lummer, oder? Was ist das? Lummer, oder nicht? Lummer. Ja, das ist Pute. Das Name ist Lummer. Ja, Lummer Steaks hier. Was willst du dir, Sebastian? Ich esse morgen Lummer Steaks. Lummer Steaks? Und vielleicht so eine Schnecke. Das ist ganz Beef. Das ist Watsons Arsch. Und Watson kriegst nicht hin. Junge, da muss ein bisschen Luft dran und dann klappt das. Ach, trotzdem das. Ein Grill anmachen ohne viel Arbeit. Das Problem ist halt, dass die Kohlen dadurch schneller kaputt gehen, ne? Und also, dass du die ganze Power da rausnimmst. Was ist denn jetzt Hähnchen? Woran erkennt man das? Sieht ein bisschen anders aus. Heller wahrscheinlich. Nee. Ah. Mistgeburt, das in eine Tüte gepackt. Was ist das denn für eine Ratte, Alter? Dann nur sonst zwei Marinaden, um die ganze zu vermischen, oder was? Oder was? Geh hin, klatsch die weg. Uwe, richtig um, man. Bring mir das Ding in die Fresse, werden. Was soll der Dreck? Hier auch. Oh nein. Ja, die hatte keinen Bock mehr, du warst jetzt noch über den, oder? Die Sau. Der Junge, wir haben da auch so krank die ganze Scheiße aufgestaut. Ja, weil wir standen da schon und wir haben es einfach alle dazugestellt, ne? Die Seite sieht ganz gut aus von dem Fackeln, ne? Kannst du mir die einmal drauf tun, bitte? So, ich habe jetzt meinen Teller hier vor mir. Anna hier? Den werde ich mir jetzt schön nicht, ne, schmecken lassen. Hier, dein sieht ja auch nicht schlecht aus. Mhm. Schmeckt's auch? Schmeckt auch sehr gut. Sehr schön. Ich bin Aki, waren jetzt noch, oder ich, Aki und Bronco. Hallo, ich bin Bronco. Und Aki auch. Ich bin Aki. Wir waren am Sportplatz, am Mannschaftsabend und es ist auch mittlerweile Nacht, wie man sieht. Das ist doch eigentlich auch nicht jugendfrei hier, oder? Hat irgendwer sein Pimmel draußen? Olli, kannst du dir eine Gruselgeschichte erzählen? Eine Gruselgeschichte? Jo. Das ist Kiko, Alter. Ne. Das überleg ich. Alle weiße Augen. So, jetzt langsam ist der Hunger auch wieder da. Die beiden pfeifen. Oh, jetzt den Grill wieder anzumachen. Oh. Oh, Spiritus. Spiritus. Gemma, Digga. Also, wir müssen Bieraroma in die Kohlen bringen. Ja, oder? Nein, Digga, so gehen die Dinge jetzt auch nur aus, du Hafen. Nein, die gehen nicht aus. Deine Hände warm, Maki? Ja. Irgendwer muss die Grillsachen noch aus dem Keller holen. Du hast so richtig lange Finger. Ja, ich hab Chirurgenfinger. Chirurgenfinger, genau. Danke. Was denn? Ich brauch nur Fleisch. Ja. Och, nee, oder? Ich weiß nicht, wo es ist. Durch die Holztür, dann auf der linken Seite. Kollege von mir ist auf jeden Fall auch. Alles? Alles. Super. Kein Licht. Boah! Alter! Oh, die scheiß Katze. Das sieht nach Fleisch aus. Da weckt sie ja. Boah, sieht das schön aus, oder? Echt. Was meinst du? Ja, super. So, das wird das Nachtmahl. Ich hab mir noch ein schönes Steakbrötchen gegönnt. Die anderen sind hier auch noch am Schmausen.
Alles klar, das war's für heute. Macht's gut. Peace. Pray to God they never see me fail. Pray to God they never pay me bail. I got dealers in my yard, and Adidas and Goyard, and they packing, so I'm puffing off the.